Hallo und willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Ratchet Gladiator Part 5. Wir sind jetzt gerade in meiner Rangliste hier, die ist eigentlich meiner Meinung nach relativ unbedeutend. Das hat halt alle nach den Dread-Punkten geordnet, aber ganz ehrlich, es macht einfach keinen Unterschied zum Ende des Durchspiels. Also, wenn du das zweite Mal drin bist, dann wirst du sowieso alle erreichen. Und da gibt es dafür einen Stilpunkt, ich glaube nicht, oder? Weil ich habe, glaube ich, hier schon alle 15 Mal gesammelt, also. Und der wäre dann unter diesem hier. Ich weiß es nicht. Ich wollte mal sagen, die Bots sehen übrigens ganz geil aus jetzt. Ab zur Killerkuppe. Was war's? Rächerturnier? War's Rächerturnier? Ich glaube ja, ne? Oder Plünderer? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Müsste, glaube ich, gleich unbedingt stehen, ne? Rächerturnier, ja. Rächerturnier. Ist das das Schnelle? Das ist Mühlrad, glaube ich, ne? Ja. Und jetzt kommt die schnelle Runde. Oh, was für ein Spektakel. Übrigens immer noch 2 Sterne Schwierigkeitsgrad. 5 und 1. Jetzt sammeln wir jetzt mal Stilpunkte, richtig. Ah, jetzt sind die Dings ja auch upgraded. Jetzt halten die wieder mehr aus. Genau, wir müssen so schnell wie möglich so viele 60 Gegner besiegen. Gegner, Gegner, Gegner. Ach so, da oben. Na, okay, noch weitere Gegner. Das Darkstar-Team lässt nicht locker. Natürlich lasse ich nicht locker. Warum sollte ich? Turbo. Da haben wir den Stilpunkt bekommen, den ich wollte. Eine Konsole ist, glaube ich, gerade ein bisschen laut, ne? Mal kurz den Controller weglegen. Ich meine, besser in 2 lag. Okay, so. Wir alles platt hier. Lass es weitergehen. Ich sehe schon, wir kriegen bald wieder ein Level Up für unser Nanotech. Ah, ist erstmal, dass wir den hier sehen. Lauf, Ratchet, lauf! Ich lauf da schon. Ah, aber ganz sagen, schön als die Bonhütte, da kommt noch mehr raus, nachträglich. Hast du das gespürt, Juanita? Dann holen einmal kaltes Wasser. Okay, jetzt seht ihr gerade mal die Attacke, die diese Viecher machen können. Sie kann auch unseren maximalen Nanotech-Level erhöhen. Das finde ich natürlich auch schön, ne? Ach. Oh. Das war deren Attacke. War jetzt aber auch nicht so besonders schlimm. Okay, jetzt kommen ja gleich die Schütztürme raus. Kann fies sein, muss es aber nicht. Das ist auch nicht. Ach ja, und ich weiß, dass die Bots ihren Spezialangriff bereit haben, ne? Ich setze aber echt da fast nicht mehr ein momentan, weil ich weiß nicht, ich brauche den ehrlich gesagt nicht. Ich sag mal so, man hat 3 Spiele schon ohne diese Bots geschafft, ohne diesen extra Angriff. Und ich finde, man braucht ihn hier auch nicht unbedingt. Und ich muss sagen, diese jetzt haben wir es auch nicht stark, aber ich sag mal so viel, sobald wir das Spiel durch haben, verändert er sich auch. Dann wird es so ein bisschen wie die Scheibenklingenpistole, sag ich mal. Und ich muss sagen, da mag ich ihn dann auch. Da finde ich ihn ganz cool, aber jetzt hier so irgendwie. Ich mag ihn einfach nicht, sorry. Jetzt der Schutz der letzte Runde. Ich glaube, danach kommt sogar schon die letzte Runde, ne? Ja, klar. Und ich, wie gesagt, ich weiß, was hier der Zone ist. Ah. Okay, noch so ein Schiff. Kriegen wir noch ein Level für die Waffe? Ja, prima. Von 140 auf 160, richtig? Richtig. Okay. Nochmal 6000 Bolts. Immer nice eigentlich. Ich dachte gerade, das wäre verbogen, mein. Es wird Zeit, den schrecklichen röhrenförmigen Energieturm zu erklimmen.
Jetzt kommen so ein bisschen Jump'n'Run rein hier. Okay. Und wir haben es gut. Das konzentrieren wir. Kann man komplett runterfallen, das ist denn echt nervig. Ah, da hoch. So, die Grünen sind übrigens sicher. Das hat man wahrscheinlich, kann man sich ja wahrscheinlich auch schon denken, ne? Die Grünen seid ihr sicher. Die Blauen liefern runter. Das sind die ganz klassischen Runterplanet-Plattformen nach einer kurzen Zeit. Die wahrscheinlich jeder kennt. Ja, das stimmt. Das tut es eigentlich dauerhaft. Ja, muss man ein bisschen abschätzen können, aber ist eigentlich auch nicht schwer. Sag ich doch. Und hoch. Und hier müssen wir jetzt eine Runde überleben. Gut. Aber das sollte nicht das Problem sein. Und da sind wir ja schon fast durch. Muss ich leider ehrlich sagen, wir sind schon fast durch. Na, was ist denn langsam mal? Ratchet hat die Spitze des Energieturms erreicht. Er ist womöglich der erste Dreadzone-Kandidat, der das geschafft hat. Juanita, was meinst du? Rächer gewonnen. Das erhöht, glaube ich, jetzt auch unsere Rüstung, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Stilpunkte 615, 49 getötete Gegner, 1,49, 7000 Gold. Passt. Aber wir müssen noch ein paar Dread-Punkte sammeln, wie ich sehe. Reicher. Seine erste Million machte Ratchet mit Zigarettenverkäufen an Kinder. Danach wurde er Tankerpilot bei Zaxxon. Eine Woche später stürzte sein Tanker auf den Meeresplaneten Aquatos, weil Ratchet betrunken flog. Wie können wir jemals die Bilder vergessen vom jungen Robben, die in Atommüll ersticken? Klein Coco hatte keine Chance. Wie konntet ihr nur? Was hat die kleine Coco euch denn getan? Was? Al, wie konntest du diese lächerlichen Lügen glauben? Nein, ich meinte nur... du weißt auf schon, geht's, Leute. Meinte, wir müssen hier raus, bevor es uns alle erwischt. Hat jemand einen Plan? Ich habe mich mit einem Technikdroiden von der Regie unterhalten. Die Kleine könnte die Baupläne für diese Halsschlösser besorgen. Das ist super. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Vox hat seine Spione überall. Das hat er bestimmt. Verheiratet zu sein. Er ist mit niemandem verheiratet. Er zieht dich nur auf. Ich gerade sagen, habe ich da was verpasst? der Richter. Der ist natürlich auch eine starke Waffe. Den nehmen wir gleich mit, würde ich sagen. Ah, und Schlüssel Upgrade habe ich da gerade gesehen, ne? Richtig. Ich lese es jetzt nicht vor. Das ist ganz klassisch. Hier verbessern wir jetzt unseren Omnischlüssel, dass er mehr Schaden macht. Wir waren halt seine Kampfbots. Komm zu mir und... nö. Ach, stimmt, wir müssen eine Auswahl machen. Bring die zurück in meinen Laden, dann verpasse ich ihnen ein paar Upgrades. Das ist okay, mach mal. Nachher vielleicht. Jetzt gehe ich erstmal in die Killerkuppel, wir müssen wieder ein paar Duette rausbauen machen. Jo. Myra hat langer Schlaf, sorry. Nun heißt es töten oder getötet werden, denn wir kommen zur Annihilator-Runde. Ratchet muss Angriff um Angriff tödlicher Feinde überstehen. Ja, von mir aus. Wow, wie kriegt ihr klein? Hallo. Ah, ich muss sagen, es wirkt für mich langsam doch ein bisschen einödend. Hat diese Partie in der Hand, meine Damen und Herren. Er
Aber okay, man hat mehr Abwechslung, als man, glaube ich, erwartet. Wenn man muss so hört, kriegt das so eigentlich komplette Arena raus, dann denkt man wahrscheinlich auch so, boah, wie langweilig. Aber muss sagen, es geht. Dieses Venture King hat dann wirklich viel mit einfach nur ballern, ne? Und momentan spielen wir gerade Third-Person-Shooter so ein bisschen, ne? In einer veränderten Form allerdings. Langer Schlaf, das ist Giftgas. Das kennen wir ja schon. Jetzt kommt ein leises, aber tödliches Gift zum Einsatz. Nein, ihr braucht nicht an eurer Grafikkarte rumrücken oder irgendwas. Das ist wirklich gerade zu grün hier. Das ist das Gas. Also jetzt nicht erschrecken. Ich spreche von der Gasrunde, in der Ratchet alle Feinde besiegen muss, bevor er den giftigen Dämpfen zum Opfer fällt. Ach, ich erinnere mich ja gerade. Ich habe es, glaube ich, damals schon gesagt, Ratchet Clank 3, dass das hier auch gibt. Und wenn ihr mal auf unsere Energie guckt, seht ihr gerade, wir verlieren 4 Sterne Energie. Allerdings, es kommen immer wieder Healpacks. Und ich muss sagen, dadurch ist das hier echt nicht schwer. Dieser Typ könnte mit Werbeverträgen mächtig abräumen, Juanita. Wir können nur hoffen, dass unsere Garderobe keine Fehler mehr unterlaufen. Ja, Ratchet & Clank 3 hat da halt wirklich keine Heals gekriegt. Dadurch war es halt wirklich relativ schwierig. Du hast zwar viel langsamer Leben verloren, aber den Treff hat dir halt doch viel Zeit gekostet. Dadurch war die Zeit weg. Ja, was halt, verlierst du zwar relativ schnell, aber du kriegst halt sau viel dem wieder schnell zurück. Wir sind wieder full life, obwohl ich gerade so lange gewartet habe. Muss ich halt wirklich sagen. Wo ist denn? What the hell? Was macht denn der da hinten? Okay, freigeschaltet. Schau. Und Oxon? Ja, Oxon. Oxon. Oxon kennt er noch? Ich hasse diesen Planeten, sowohl im Ratchet & Clank 1 als auch hier. Ah, wo ich den Dings als und ich mag, auch weniger mag. Oh. Ach Gott, das waren die ersten Herausforderungen noch. Jetzt machen wir erst die Rächer-Herausforderungen. Perfekte Gruppe verkleinern, dass sie nicht getroffen werden. Und das möchte ich nicht machen. Ich mach ganz persönlich. Und das heißt, nur Schraubenschlüssel back, nein, das war mal ein Kreis drücken. Das heißt, ja, wie gesagt, nur mit dem Schraubenschlüssel alle Gegner töten. Ist jetzt nicht besonders schwer. Vor nachdem wir das Schlüssel-Upgrade bereits gekauft haben, macht der Schlüssel auch diese blauen Viecher im One-Hit und deshalb... Ja, ich habe das Schiff zerstört. Oh, Alter. Na gut, dass das hier nicht ganz so... Wow. Okay. Piss dich. Ach, kennt ihr diese Klingenbälle eigentlich noch? Ich gar nicht gefragt, aber kennt ihr die noch? Wahrscheinlich, oder? Wenn man nur jetzt Spacey guckt, dann kennt die. Auf jeden Fall. Aus Ratchet & Clank 2 sind die tatsächlich, nur dass die, glaube ich, ein bisschen größer sind. Ja, doch, sind deutlich größer, sind ja fast so groß wie Ratchet. Das waren so Ratchet & Clank 2 eigentlich nur an einer Stelle. Ich glaube, auf Dobo war es da. Da war das. Da waren die auch so groß. Ah, komm schon. So, komm schon. Und da haben wir es gleich. Wir haben es. Und noch 10.000 Bad-Boot. Wow, das ist viel. Dann wollte ich da jetzt bekommen wir auch wieder mehr. Ja. Aber jetzt zurück zur Gefängnis-Suite. Wir haben schon 14 Minuten verbraten. Eieiei. Sieht komisch aus, ich meine, liest sich aus, so wäre das, wenn der, wäre das Mikro ein bisschen kaputt. Neuen Lack, Goldschein.
Lügt, oder hast du gar nichts Neues für unsere Bots? Ja, der Kram, den ich schon kenne. Okay. Weiter geht's. Mit diesen Radpunkten kannst du zum Planeten Schar fortfahren. Planet Schar oder Oxon, das ist eigentlich beides nicht so meins. Aber wir gehen erstmal zu Schar, die haben beide herausgefunden, die ich nicht mag. Die eine bei Oxon dauert einfach nur mit die drittvorletzte, glaube ich. Die dauert einfach nur riesig lange, meiner Meinung nach. Und eine hier auf Schar, da habe ich tatsächlich Probleme, das ist wieder eine Mission, an der es liegt, dass ich das Spiel, wo ich wohl auf Exterminator richtig Probleme bekommen würde, weil ich da teilweise, glaube ich, sogar mal kurz zumindest auf einen normalen Schwierigkeitsgrad schon hatte. Mit normal meine ich in dem Fall den leichtesten. Also von daher. Heute Abend in Gretzon. Das Darkstar-Team bricht zu einer Reise durch die geheiligten Böden des Planeten Schar auf. Ratchet wird einige der Töne. Ach komm, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr so anzugucken, das dauert nur. Und nee. Das ist meine Lieblingswaffe gerade mit, aber leider können wir sie nicht leisten. Schade. Am heutigen Tage bleibt das Darkstar-Team im Rennen um den Meisterschaftstitel und den Kampf gegen Ace Hotline. Die Action beginnt. Nice. Der Wind pfeift und der Schnee fällt. Perfektes Saunawetter. Ratchet, hack dich in die Sicherheitskugeln, um die Brücke zu aktivieren. I will do. Donnerstab. Klingt falsch. Nur mal so. Eins muss man Ratchet lassen. Wenn man ihm frech kommt, serviert er einen. Oh, auch neue Gegner wieder. Das kannst du mir glauben, Coralita. Obwohl, ganz neu sind die Gegner nicht, glaube ich, gerade, die wir da bekommen haben. Aber wir sind erstmal durch hier. Das geht schnell. Brachte auch 6000 Bolts, immerhin. So, jetzt kommt so eine direkte Mission. Undurchdringbare Kraftfelder teilen den Tempel in. Und ich würde sagen, sorry für alle Fans des Landpirschers, aber ich mache das ohne. Denn ich möchte gerne den Steampunkt mitnehmen. Und dieser besagt, dass der Dings doch volles Leben haben muss, bis er nicht getroffen worden sein darf während der Mission. Ihr könnt auch nach. Ihr könnt auch, sage ich mal, erstmal die ersten zwei Dings hier holen oder so und dann euch töten lassen. Die sind nämlich gespeichert. Und somit das auch erschienen. Aber ich versuche es mal komplett ohne. Du solltest die Schildverbindung ausprobieren. Drücke die Richtungstaste rechts, damit ein Bot ein Schild um einen anderen erstellt. Was übrigens gerade gesehen habe, war so ein kleiner Trick, den ich immer gerne ausnutze. Ihr stellt euch einfach mit rein, ihr könnt da gegebenenfalls sogar die Gegner mit abballern, ohne selbst getroffen werden zu können. Das ist manchmal noch ziemlich fieses. Aber er ist ein Singleplayer-Gegner, darf man sowas nutzen. Wie war das so schön? Ich nehme nur, was das Spiel mir gibt. Wo waren das eigentlich bei welchen? Ach egal, könnt ihr doch heute ausschauen, wenn ihr das kennt. War es bei Kiki? Ich glaube schon, ne? Oh Gott! Oh, nach so ist ein Attack-Level gestiegen, ein Glück. Wow. Hier kommt viel mehr Dings. Oh, er hat's noch. Gut, Level 7. Auf 180 hoch. Auf 180 hoch, das klingt gut. Ich mag Explosionen. Ich nicht. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Weit, weit entfernt. Wow, Alter, jetzt muss ich auch gerade wirklich aufpassen, ey. Ja, bitte. Okay, jetzt muss es gehen. Come on. Okay.
Noch was? Noch was? Noch was? Nein. Nein, der hat mich rausgekickt. Aber geiler Schraubenschlüssel. Das sieht witzig aus. Gibt's den noch als Trick hier, dass man die freischalten kann? Wäre geil. Für den cool. Schmelzgewehr. So, zwei Dicks sind noch übrig. Achso, habe ich eigentlich erwähnt, das ist übrigens diese Mission, ne, die ich nicht mag. Oh Gott. Oh shit. Okay. Weiter. Weg. Ah! Er zieht teilweise automatisch, merke ich gerade. Das nervt. Okay, brauchen wir eine Waffe. Richter. Das Schussgeräusch von der Waffe, ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Vernichter aus Ratchet & Clank 3. Doppelviper. Alter, keine Munition mehr. Ich hatte noch nie solche Positionsprobleme bei Chicken Leader, ey. Das ist der Hammer. Noobs! Auf der Flucht, das war übrigens das Stilpunkt für den Landpirscher. 7000 Bulls. Wie sich der Bolzen dreht. Tempelknotenpunkte einnehmen. Gut, ich würde aber sagen, wie wir da weitermachen, das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin und ciao.